In einigen Wäldern unserer Welt sind Jägerkameras angebracht. Diese haben eine Nachtsichtfunktion und werden durch Bewegungen ausgelöst. So kann ein Jäger ziemlich genau überprüfen, wie viele Tiere und welche Tiere an so einer Kamera vorbeikommen. Doch manchmal nehmen diese Kameras auch schockierende und unerklärliche Dinge auf. Hallo zusammen! Wie schon gesagt, geht es heute um Schnappschüsse von Jägerkameras. Und zwar um die 15 gruseligsten und unheimlichsten, die ich dazu finden konnte. Einige Bilder kennt der ein oder andere vielleicht schon von Facebook, Twitter oder Instagram. Also ihr seht Leute, folgt mir dort unbedingt, es lohnt sich. Dort biete ich vielen zusätzlichen Content an und so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, dürft mitbestimmen, wie zum Beispiel Videoideen vorschlagen oder mitvoten. Also unbedingt mir auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Heiße dort überall ganz normal Mythenakte, wie hier auf YouTube. Ich freue mich auf euch. Und los geht's. Nummer 15. Dieses Bild wurde im September 2012 um kurz vor 11:30 aufgenommen. Es sieht so aus, als würde eine mysteriöse Gestalt mitten im Wald stehen. Falls es ein ganz normaler Mensch ist, wäre es ungewöhnlich. Solche Kameras sind wirklich mitten im Wald angebracht, wo normal keine Menschen vorbeikommen, besonders nicht um diese Uhrzeit. Jedenfalls hätte ich als Jäger einen Schock bekommen, wenn ich so ein Bild sehe. Was denkt ihr, was es ist? Nummer 14. Dieses Bild von August 2012 zeigt einen Hirsch, der durch das Sichtfeld der Kamera geht. Doch hinter dem Hirsch erscheint eine geisterhafte Gestalt. Hier würde ich sagen, es wäre nicht schwer, diese Geistergestalt einzufügen. Trotzdem sieht es gruselig aus und wer weiß, vielleicht ist es ja auch echt. Nummer 13. Dieses Bild ist von November 2012. Man sieht darauf eine seltsame Gestalt, die scheinbar eine Kapuze aufhat. Hier könnte es theoretisch auch wieder ein ganz normaler Mensch sein. Aber was macht man nachts um diese Uhrzeit in einem abgelegenen Waldstück? Nummer 12. Dieses Bild ist sehr bekannt. Man sieht darauf wieder einen Hirsch und scheinbar ein kleines Mädchen. Hier würde ich auch sagen, dass man es leicht einfügen könnte. Allerdings sieht der Hirsch genau in ihre Richtung. Was aber vielleicht auch nur Zufall sein könnte. Jedenfalls ein unheimliches Bild, was mit auf die Liste musste. Nummer 11. Dieses Bild von August wurde kurz nach 4 Uhr morgens aufgenommen. Es ist ähnlich wie das vorige, allerdings wirkt es auf mich realistischer. Es sind diesmal gleich zwei Bilder, die öffentlich gemacht wurden. Auf dem oberen sieht man, wie ein kleines Kind durch die Cam geht und vom Reh schon angesehen wird. Und auf dem zweiten Bild kommt das Kind näher und das Reh läuft weg. Dies kann natürlich auch nur Zufall sein und ein rein gefotoshopptes Kind sein. Aber es sieht auf jeden Fall realistischer aus und ziemlich gruselig. Ich meine, stellt euch vor, es ist echt. Warum sollte so ein Kleinkind um 4 Uhr morgens durch ein abgelegenes Waldstück gehen? Nummer 10. Dieses Bild zeigt angeblich Aliens, die gerade durch ein Waldstück gehen. Es sind zwei Stück von ihnen und ich hätte mega Schiss, wenn ich so etwas auf meiner Kamera entdecken würde. Nummer 9. Niemand weiß, was dieses Bild darstellen soll. Es stammt von November 2012 und wurde um fast 21 Uhr geschossen. Ich würde ja sagen, es sieht wie ein schnell laufender Mensch aus. Aber viele behaupten auch, hier wurde ein Monster oder eine Art Geist fotografiert. Nummer 8. Dieses Bild ist extrem strange. Drei Wölfe heulen vor einer Kamera. Ist ja mal nichts Ungewöhnliches. Aber es scheint dort auch noch ein Mädchen zu hängen, beziehungsweise zu schweben. Und irgendwie scheinen die Wölfe um sie herumzustehen. Nummer 7. Diese Jägerkamera hat eine Art Monster fotografiert. Es sieht aus wie Bigfoot. Wüsste nicht, was es sonst sein sollte. Jedenfalls hier sieht es nicht so aus, als wäre es rein gefotoshoppt. Ich weiß nicht, es sieht einfach ein bisschen realer aus. Was meint ihr dazu?
Nummer 6. Diesmal ist es eindeutig ein Mensch, aber what the fuck? Warum um 9:30 nachts in einem abgelegenen Waldstück? Und schaut mal, er trägt eine Schaufel und einen Sack. Vielleicht wurde hier ein Mörder fotografiert. Nummer 5. Dieses Bild finde ich auch extrem unheimlich. Einfach so ein Junge, der nach 22 Uhr mitten in der Nacht durch den Wald läuft. Es sieht aber irgendwie so aus, als würde er schlafwandeln. Vielleicht ist das auch eine Erklärung für dieses Foto. Nummer 4. Dieses Bild entstand im Oktober 2012 um 1 Uhr morgens. Irgendwie ist hier der Tod vorbeigekommen. Ich denke oder hoffe eher, dass es einfach jemand ist, der wusste, dass an dieser Stelle eine Kamera befestigt ist und der deshalb einfach nur trollen wollte. Nummer 3. Hier ist einmal noch ein Bild, das am Tag gemacht wurde. Keine Ahnung, was das ist, aber ich wollte es unbedingt mit reinnehmen. Nummer 2. Hier ist ein Bild von einem Mädchen, das angeblich von Rehen aufgezogen wird und deshalb mit denen auch nachts durch den Wald geht. Man sieht auf den ersten Blick zumindest nicht, dass es irgendwie eingefügt wurde. Nummer 1. Hier sieht man einen Typen in einem Tarnanzug und einen Bogen, der genau auf die Cam zielt. Entweder wusste er von der Cam oder er hat sie einfach bemerkt, dass er durch den Wald ging und wollte sie deshalb vernichten. Aber was macht dieser Typ um 7 Uhr morgens mit einem Bogen in einem Militäroutfit in einem Wald? Irgendwie schon beängstigend. Das Ganze wurde im Oktober 2011 aufgenommen. Jetzt seid wieder ihr gefragt. Was haltet ihr allgemein von diesen Bildern? Und welche haltet ihr für echt? Und welche für fake? Bin sehr auf eure Meinung gespannt, werde mir wieder alles durchlesen. Folgt mir auch gerne auf Facebook, Twitter und Instagram unter dem Namen Mythenakte für mehr zusätzlichen Content und zusätzliche Infos. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr in so eine Richtung sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da. Hilft mir sehr und ich weiß besser, was euch gefällt. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Endcard. Links gelangt ihr zu den 5 gruseligsten Dingen, die jemals unter dem Bett gefunden wurden. Und rechts gelangt ihr zu den 10 gruseligsten und unheimlichsten Puppen im Handel. Viel Spaß!